in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir uns eine Live-CD erstellen, die auf dem Windows-Betriebssystem basiert. Eine Live-CD kennen Sie vom Prinzip schon. In der Regel basieren diese allerdings auf Linux, weil Linux Open Source ist und auch noch kostenlos. Und unter Windows ist das wesentlich schwieriger, weil Microsoft, sage ich jetzt mal, sowas nicht unbedingt unterstützt. Aber trotzdem hat ein findiger Entwickler einen Weg gefunden, mehr oder weniger ein Skript bzw. eine Software zu schreiben, die uns mit den bei uns bereits vorhandenen Mitteln eine solche Live-CD erstellt. Und zwar brauchen wir dafür natürlich die Original-CD-ROM und wir brauchen ein installiertes Windows. Also gut, ist meistens der Fall, aber trotzdem für diejenigen, die, sage ich jetzt mal, eine CD-ROM haben und ein Windows derzeit nicht installiert haben, weil sie zum Beispiel Linux installiert haben, da wird es also nicht funktionieren. Dieses Programm braucht also beide Komponenten, ein Windows auf der Festplatte und ein Windows auf der CD-ROM. Und aus diesen beiden Versionen baut uns dieses Skript eben eine sogenannte Live-CD. Starten wir mal den Browser. Und suchen wir in der Google-Eingabemaske nach BART.PE. PE ist die Windows-Version für Pre-Installed Edition oder Environment. Sondern finden wir als zweiten Treffer direkt BART.PE-Bilder. Und genau das ist das, was wir brauchen. Klicken wir drauf. So, müssen wir auf die Schnelle den Download-Link finden. PE-Bilder 3.1.10. Dann hier auf den Download-Link. So, hier unten sind die Versionen. Dann nehmen wir hier den Installer, Download, Speichern. So, öffnen direkt. Das Programm ist nicht besonders groß. Wie ich schon sagte, es ist streng genommen nur ein Skript. Allerdings sollte es sich direkt unter Programme installieren und nicht direkt auf die C-Platte. So, weiter. PE-Bilder ist okay. Desktop-Symbol brauchen wir nicht. So, PE-Bilder direkt starten. Ist okay für uns. Mal Firefox mal aus. So, Lizenzbedingungen zustimmen. So, nach Windows-Installationsdateien suchen. Das machen wir dann beim ersten Mal auch. Hat er in diesem Fall keine gefunden, weil ich die DVD bzw. die CD noch nicht eingelegt hatte. Das müssen wir natürlich jetzt erst machen. Also brauchen wir nichts weiteres zu tun, als die CD-ROM reinzulegen und hier entsprechend anzuwählen, damit der PE-Bilder die Daten finden kann. Klicken auf OK. So, falls wir noch weitere Programme hinzufügen möchten, das macht dann, sage ich jetzt mal, später Sinn, wenn wir uns mit dem Programm auskennen. Wir bekommen ja durch den PE-Bilder, sage ich jetzt mal, nur eine Windows-RAW-Installationsversion. Da wird dann nicht viel dabei sein. Aber wenn wir zum Beispiel möchten, dass der Firefox mit dabei sein soll oder irgendein Virenscanner, dann können wir dann versuchen, hier eine Version zu erstellen, am besten eine Standalone-Version. Die wird dann einfach 1:1 auf die CD-ROM mitkopiert, beziehungsweise auf das Image. Und wenn wir dann diese BART.PE-Version über die Startoption starten, hätten wir dann zum Beispiel neben dem normalen Browser eben auch den Firefox zur Verfügung. Das funktioniert natürlich grundsätzlich mit allen Programmen, von denen wir eine Standalone-Version erstellen können. Wir müssen nur immer dran denken, dass das Ganze am Ende von einer CD oder DVD läuft. Das heißt, das Ändern von Einstellungen ist zwar durchaus möglich, kann aber natürlich nicht auf der CD-ROM abgespeichert werden. So, ich wähle dann jetzt noch an, dass ich gerne eine
eine Boot-Version hätte, beziehungsweise ein ISO-Image. Und das war es dann schon für mich. Und dann drücke ich auf den Start-Button. So, das Verzeichnis, in dem das ISO erstellt werden soll, existiert natürlich noch nicht. Klicke ich auf Ja, weil ich es erstellen möchte. So, dann stimme ich zu. Dauert natürlich ein bisschen, bis es sich jetzt, sage ich jetzt mal, durch die CD gekämpft hat. Und nachdem der Erstellungsprozess abgeschlossen ist, sollten wir in unserem PE-Verzeichnis das entsprechende ISO liegen haben. Schauen wir mal nach. Da liegt es, 161 Megabyte. Das brauchen wir also jetzt nur noch auf eine CD-ROM zu brennen. Und dann ins Laufwerk einlegen und dann von der CD-ROM booten. Also habe ich die CD-ROM inzwischen in mein Laufwerk reingelegt. Hier ist sie drin. Brauchen wir jetzt also nur noch den Rechner zu rebooten. Vorher natürlich sicherstellen, dass die Bootreihenfolge die CD-ROM berücksichtigt. So, startet unser System. Wir sehen jetzt unten schon Starting Bart PE. Und nachdem der Startvorgang beendet wurde, werden wir direkt danach gefragt, ob wir unsere Netzwerkeinstellungen vornehmen möchten. Klicken wir mal direkt auf Ja. So, in diesem Fall übernehme ich einfach komplett die Einstellungen. Bei einer fixen IP müssen Sie diese natürlich dann vorher vergeben. So, auch hier einfach gehe ich in diesem Fall jetzt hier einfach auf Apply. Soll die Standardeinstellungen komplett übernehmen und danach auf OK. Okay. So, das war's mehr oder weniger. Also jetzt läuft ein Windows Live-System. Das ist natürlich sehr rudimentär, aber es geht ja eben auch nur darum, für den Fall der Fälle, dass ich eben auf meine Windows-Daten nicht mehr zugreifen kann, hierüber zugreifen zu können. Habe ich also hier ganz normal meinen lokalen Datenträger und meine entsprechenden Programme. Könnte ich also jetzt hierauf eine Netzwerkverbindung aufbauen, wenn ich denn jetzt wie...